Eddie Brock mit seinem außerirdischen Symbionten ist wieder zurück, ganz bald auf den deutschen Kinoleinwänden, während man in den USA einen fulminanten Start hatte mit Venom 2, Let There Be Carnage. Eddie Brock war mal ein sehr erfolgreicher Journalist samt eigener Fernsehsendung, aber mit dem Symbionten Venom in seinem Körper ist vieles den Bach runtergegangen. Bei dem Versuch, seine Karriere irgendwie wiederzubeleben, ist es nun vor allem der Serienkiller Cletus Cassidy, der mit niemandem außer Eddie sprechen möchte und dabei könnte ein Scoop herauskommen. Doch was Eddie dabei entdeckt und wie nah er Cletus kommt, wird schwerwiegende Folgen haben. Und während Venom und seine menschliche Hülle ständig in Streitereien verfallen, macht sich ein neues, tödliches Wesen breit in den Straßen der Großstadt, das es aufzuhalten gilt. Venom 2 Let There Be Carnage geht 97 Minuten, ist ab 16 Jahren freigegeben und startet am 21. Oktober 2021 in den deutschen Kinos. Ist ein Mix aus Action, Fantasy und auch Superhelden- oder Anti-Superhelden-Film. Dieses Mal inszeniert von Andy Serkis. Ruben Fleischer hat man die Fortsetzung nicht anvertrauen können, weil der unter Zeitdruck stand, um Zombieland 2 zu machen. Und nachdem aber Venom 1 weltweit sehr überraschende 856 Millionen Dollar eingespielt hat, hat Sony Pictures ordentlich Druck auf die Fortsetzung gegeben. Und deswegen ist Andy Serkis eingesprungen. Der hat unter anderem zuletzt der Mowgli gemacht, ist natürlich der Motion-Capture-Darsteller, Figuren wie Gollum und Co., das ist immer wieder Andy Serkis und gleichzeitig ist er dann eben einer, der gerade, wenn es um Effekte geht, vielleicht dem einen neuen Look noch verpassen könnte und das schafft man auch in Venom 2. Ich finde, da sieht man oft besser aus in den Verwandlungen, Transformationen, wie man auch Venom von Carnage unterscheiden kann, als jetzt bei einem ersten Teil, aber der erste Teil hatte auch so ein paar sehr skurrile und auch böse und fiese Momente, gerade das aufeinander Treffen von Eddie und Venom immer wieder in den Zwiegesprächen, fühlt sich hier in der Fortsetzung erstens kopiert an, zweitens manchmal zu lächerlich, drittens die Gags zu oft reingepresst und vor allem der Cast, der fast komplett, also Leute wie Tom Hardy, wie Woody Harrison, wie Michelle Williams oder Naomi Harris, alles Oscar-nominierte oder Preisträger, wirken ganz oft unterfordert, weil man in nur 97 Minuten, weil es auch der kürzeste Superheldenfilm, der im Kino lief seit 2007 übrigens, und ich glaube damals war das irgendeine Fantastic Four-Nummer, wirkt so auf das Tempo gedrückt, eine Geschichte durchzuziehen, die in den meisten Teilen sehr vorhersehbar ist, statt diese Charaktere zu nehmen und irgendwohin weiterzuentwickeln. Klar wird sich Eddie ein Stück weit entwickeln und auch Venom und vielleicht die Idee zwischen den beiden, aber den gibt man dann so wenig Raum, dass gerade dann, wenn es mal ein bisschen skurriler wird und Venom auf irgendeiner Party steht, man denkt, okay, da kommt so ein bisschen der Spirit raus von dem ersten Teil, den ich persönlich ja mochte, aber das ändert am Ende nichts, dass die Fortsetzung spürbar schwächer geworden ist, aus meiner Sicht. In den USA hat der Film trotzdem am Startwochenende über 90 Millionen Dollar eingespielt. Das sind 10 Millionen mehr als der erste Teil, also ein fulminantes Ergebnis, vor allem hinter der Tatsache, dass die Kinosäle ja nach wie vor nicht einfach mit kompletter Kapazität belegt werden können. In der zweiten Woche war der Drop dann aber schon so groß, dass man dann im gleichen Zeitraum schon hinter dem ersten Teil landete. Dennoch wird Venom 2 so weit erfolgreich werden, als dass es sicherlich fortgesetzt wird und für alle, die dahingehend und den Ausblick, wohin es geht, das ist wirklich spannend, nichts verpassen wollen, kann ich nur raten, bleibt wirklich bis zum Ende sitzen. Dann bekommt ihr auch alles, was vielleicht auch das ein oder andere Fanherz höher schlagen lassen könnte. Reden wir kurz über den Cast. Tom Hardy als Eddie Brock. Ich sehe Tom Hardy richtig gerne. Capone hat er leider für mich zuletzt nicht funktioniert. Hier funktioniert er für mich nur bedingt, aber ich denke auch immer an Filme zurück, wenn er in einer Doppelrolle die Craybuder spielt, No Turning Back, Warrior und. Ich finde, das ist einfach ein geiler Schauspieler, der auch eine sehr einen krassen Werdegang eigentlich hat, wenn man da mal drauf schaut. Und ich finde, dieses Gelebte sieht man ihm auch immer wieder an. Nicht einer, der umsonst vielleicht auch gehandelt wird in Richtung neuer Bond-Darsteller. Auf jeden Fall hier in diesem Zwiegespräch mit Venom. Ich mag das eigentlich. Und ich finde, dass in diesem kaputten Journalisten, dessen Apartment immer völlig dreckig und unaufgeräumt ist, eigentlich einiges drinsteckt. Aber da der Film ihm so ein Tempo vorgibt, gibt man dem nicht Raum. Zu sehr getrieben von der Handlung, zu sehr nach vorne gedrückt. Wie bei den meisten Figuren gilt es hier, dass zu wenig Entwicklung stattfindet. Und eigentlich so dieser Mensch und wo er eigentlich hin will, auch das Thema Liebe und irgendwo ein eigenes Zuhause zu finden, mal wieder bei sich anzukommen, seinen Platz in der Gesellschaft, das wird zwar irgendwie erzählt, aber man hat die ganze Zeit das Gefühl, es dient nur irgendwie dazu, um diesen Film weiter nach vorne zu bringen, anstatt sich wirklich mal kurz zu besinnen und zur Ruhe zu kommen. Woody Harrison sehe ich ebenfalls immer richtig gerne als Cletus Cassidy hier, einer, der immer mit einer eigenen Präsenz und Aura daherkommt und er versucht es auch, wenn man die Kamera mal kurz stehen lässt, so ein paar weirde Momente einzustreuen, dass wenn man dem ins
Gesicht schaut, man denkt, okay, der macht kurz einen Prozess und der ist schon gefährlich. Leider aber das Grundmotiv, was man aufbaut, auch so kurz umrissen, dann mit Zeitsprung so gearbeitet, dass ich das emotional nicht richtig mitnehmen kann. Und so merkt man, dass der Film von der Idee im Drehbuch zwar denkt, okay, wie verpasse ich einem Bösewicht vielleicht eine gewisse Vielschichtigkeit, um da einfach eine tiefergehende Geschichte zu erzählen, aber auch da hastet man leider zu schnell durch, was letztendlich dazu führt, dass Woody Harrelson hier null zur Geltung kommt. Michelle Williams als Anne Weying, ja, so ein bisschen das Liebesmotiv, zu mehr taugt es leider auch hier in der Fortsetzung kaum, außer man ist vielleicht kurz mal noch jemand, der zwischendurch aushilft, aber leider wird sie dazu sehr abdegradiert zu einfach nur einem ja, geführten Gegenstand der Liebe, und das ist zu wenig. Ich finde, da muss man eigentlich mehr reinbauen, und das wird auch bei Naomi Harris letztendlich Thema als Frances Barrison. Ein ähnliches Motiv und zeitgleich, wenn man sich, das fand ich teilweise, hat die ein paar sehr schwache Szenen reingeschrieben bekommen, nach langer Zeit ein Wiedersehen gibt, in einem Auto sitzt, der erste Satz über diese Karre geht, statt irgendwie mal ernsthaft, wenn es das große Motiv ich glauben soll, als zuschauende Person, dann muss da auch mal ein Moment stattfinden, wo man sich sieht und denkt, hierfür bin ich da. Das ist der Grund, warum ich meinetwegen so lange gewartet habe. Mein Moment der Sehnsucht, wo sich letztendlich daraus ergibt, woher denn überhaupt diese innere Kraft, dieser Wille, das Motiv, Motive wie Rache, Liebe, Hingabe ergeben können. Da muss man doch kurz mal verschnaufen, anstatt irgendwie cool weiterzureiten auf einer Welle, die sich leider nicht reitbar anfühlt, so richtig in der Fortsetzung von Venom 2. Kurzum, ich finde alle im Cast leider unterfordert, und das liegt am Drehbuch. Technisch ist es eine solide Arbeit. Die Kameraarbeit sieht so aus wie in dem ersten Teil. Sie ist so ein bisschen dreckig, sie ist düster. Sie hätte noch bei einem FSK 16 für mich mehr auf Brutalitäten draufhalten können. Da war der erste Teil für mich gewagter. Ich hätte auch nicht diese ganzen Establishing-Shots von, ich glaube, San Francisco ist es ja, gebraucht. Irgendwie für mich zu viel, ehrlicherweise dahingehend. Das Szenenbild ist eben Großstadt, Ellie's Apartment, der Kiosk, Schauorte, die wir aus dem ersten Teil kennen, und andere, wo ich nicht spoilern will, ist die Musik durchkomponiert, aber dadurch, dass der Film sich selbst nur bedingt trägt, oft auch zu groß gedacht aus meiner Sicht. Die Effekte machen für mich schon eine Entwicklung nach vorne. Ich finde auch gut, wie Carnage aussieht im Vergleich zu Venom, wie da die Unterschiede wirken, dass sie auch sofort gut trennbar sind. Sowohl die Physis als auch die Art und Weise zu gehen, als auch einfach der gesamte Gesichtsausdruck, der ist einfach ein klarer Unterschied, und ich glaube, da kann Andy Serkis auch gewisse Stärken ausspielen. An dieser Stelle sage ich am Ende, der Film ist immer mal wieder etwas witzig, wobei da auch genug Witze einfach nicht funktionieren, und so eine Rohrkrepierer fühlen sich immer ein bisschen komisch an im Kinositz. Ich mag den Look der Effekte. Venom und Eddie funktionieren in Teilen. Ich mag einfach diese Chemie, die sie da aufbauen, und der Ausblick, wohin es geht, ist sehr, sehr spannend. Aber man traut sich wesentlich weniger als in Teil 1. Man kommt nie so richtig in Schwung. Dadurch wirkt der ganze Film recht gezähmt und vorhersehbar und trägt sich dadurch auch nicht selbst. Und wird immer wieder auch, trotz der 97 Minuten, habe ich so dieses Gefühl, naja, braucht es dann überhaupt diese 97 Minuten, ehrlicherweise, und somit deutlich schwächer als Teil 1. Für mich bekommt Venom 2 5,5 von 10 möglichen Punkten als Action-Fantasy-Superhelden-Film und 4,5 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Ehrlich gesagt, sehr schade, weil ich ein großer Tom Hardy-Fan, und hatte bei Venom 1 so das Gefühl, ganz ehrlich, da war es für mich schon fast ein Guilty Pleasure, weil sehr viele Leute gesagt haben, naja, ist ja einfach kein guter Film. Ich hatte damals richtig Spaß bei dem. Hier bei der Fortsetzung hält sich der Spaß schon in Grenzen. Schau mal in die Zukunft. Dadurch wird es natürlich einfacher, wieder besser zu werden und stärker zu werden. So ist zumindest meine Erfahrung bei Venom 2 gesehen. Aber alle, die Teile 1 liebten, geht ins Kino. Ins Kino zu gehen ist immer eine richtige Entscheidung, wenn man Lust drauf hat. Und das sollte man am Ende einfach tun. Und ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Reinschalten und wünsche euch eben ganz viel Spaß im Kino.